Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Motorvlog. Ich habe gerade die Kati wieder umgebaut. Von Ranz auf Ranz. Nee, von Ranz auf ein bisschen weniger Ranz. Mein Radlager ist richtig am Arsch. Aber meine Bremsen gehen wieder richtig gut. Ein bisschen entlüftet. Ja, was heißt ein bisschen halt entlüftet? Ja, und jetzt fahre ich mal ein bisschen rum, um zu testen, ob alles okay ist. Weil morgen fahre ich vielleicht nach Stuttgart. Boah, ich hasse diese Straße, Alter. Ja, nach Stuttgart zu Lacto oder zu Blackout, weil da ist gerade in der Nähe. Je nachdem. Was ist denn hier los? Eine alte Schule. Servus. Hat einen zu viel runtergeschaltet und dann hat sie gestottert. Ja, Motorbremse bei 2 Takten, und da hat man es jetzt gemerkt, ist nicht so gut. Ja, hier lohnt es sich jetzt nicht schnell zu fahren, wenn man Autos vorhin hat. Aber ich fahre jetzt mal Richtung, ja gut, das Kraft sage ich jetzt nicht. Da ist halt der Boxenweit, und dann gucken wir mal, wie es da schon so aussieht. Und ja. Läuft bis jetzt gut, außer mein Radlager. Leute, das ist so im Arsch, mein ganzer Reifen wackelt hinten. Und das merke ich jetzt auch. In der Kurve. Was will man machen? Ein neues kaufen, klar, aber geht jetzt nicht, mein Samstag. Scheiße. Und vor allem muss es so bleiben. Ganz ist ganz. Ja, wäre geil, wenn morgen alles klappen würde, weil ja, ein Video mit Blackout war schon mal nice. Und mit ihm zu chillen, ihn mal kennenlernen, dass er mich auch mal kennenlernt. Nicht nur vom Teamspeak. Guck mal, da fahren sich ja alle hin. Richtige Motherfucker, hier alle Boxknife. Ah! Da ist ein Bulldog! Ist wenigstens ein Fan. Glaub nicht. Was macht der? What the hell? Lass ihn doch durch! Da ist ein Dates. Der Kerle kann wahrscheinlich jetzt fahren. Also, fahr doch vorbei. Du mit GTI-Fahrer, Alter. Oh, Leute. Alter, da ist doch mehr als genug Platz. Guck mal. Was ist los mit euch? Geht nicht, muss ich wahrscheinlich noch mal außen anstecken. Haben sie es jetzt hinbekommen? Ich glaube immer noch nicht. Oh je. Boah, die Straße ist richtig eklig, Alter. Ich hasse es so. Wie nennt sich die Scheiße? So Straße mit Bäumen? Allee? Nee. Ja, ich will nichts Falsches sagen. Sowas ist doch voll gefährlich. Man macht sowas nicht weg, ja, hier. Andenken, was für Andenken, Alter. Bei uns ist auch so eine Straße, die Bäume lässt man dran. Wegen so einem Andenken, glaube ich, oder wegen Naturschutz, Alter. So ein paar Bäume, macht die doch weg. Macht mal lieber die scheiß Bäume weg, als so vom Wald. Voll dumm, Alter.
Und sorry, dass ich die letzte Zeit keine Motorvlogs hochgeladen habe oder andere Videos. Ich hoffe auch jetzt klappt es mit meinem Mikrofon. Ich habe jetzt die andere Hülle dran. Und bei der einen ist die immer nur so leicht dran. Fahren wir mal hoch. Kann man da noch durchfahren? Boah, Alter. Das geht auch schon bald los. Junge. Da ist ja heftig viel los. Ah ja. Da gehen wir nachher hinsaufen. Ja, die Übersetzung wieder 1440 drauf ist schon geil. Also ich finde es für mich eigentlich fast perfekt. 1442 wäre vielleicht noch besser, aber ja, wenn man weitere Strecken fährt. Ah, mein Tacho geht wieder. Naja, das soll es gewesen sein, ein kleiner Vlog. Jetzt geht es wieder weiter, wenn das Mikrofon natürlich funktioniert, wenn nicht, dann nicht. Ja, dann irgendwie schon. Muss ich mit dem Handy aufnehmen oder so. Oh, ich hätte rein sollen, Alter. Das habe ich jetzt nicht gesehen wegen dem scheißen Mais. Steigt jetzt echt wegen mir ab oder was? Hallo. Mein Kickstarter geht mir auf den Sack, der geht die ganze Zeit raus. Ich habe da so eine Kugel verloren. Alter. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ach ja, wer noch nicht weiß, ich habe Merch, Alter. Das war gerade übel beschissen. Ich habe nichts gesehen, Alter, wegen der Sonne. Danke, Bro. Ich habe Merch. Leider noch kein richtiges Video dazu gemacht. Ich komme nicht dazu, ich brauche noch ein bisschen Zeit und einen gescheiten Typ, der Fotos machen kann oder Videos oder was weiß ich, Alter. Und jo, der ist immer unten in der Videobeschreibung, der Link zum Shop. Könnt ihr vorbeigucken.